Hallo und herzlich willkommen bei Get Mobile. Nun haben wir es endlich da, das neue iPhone 6. Und für euch machen wir natürlich ein kleines Unboxing. Zum Vergleich habe ich mal das aktuelle iPhone 5S daneben gelegt. Da ist das gute Stück. Wie man auf den ersten Blick sieht, ist es deutlich größer als das alte Modell. Wenn es draufhält, sieht man es genauer. Es hat abgerundete Ecken und liegt dadurch besonders angenehm in der Hand. Auf der linken Seite ist eigentlich alles beim alten geblieben. Die Lautstärkeregler und der Knopf zum Stummschalten. Was einem auf den ersten Blick auffällt, ist, dass der Knopf zum Anschalten von oben an die Seite gewandert ist. Was den iPhone-Nutzer interessiert, ist natürlich, ob man noch an alle Ecken drankommt, wenn ich das mal versuche. Es geht eigentlich sehr gut, dass man auch noch an den Rand des Displays kommt. Was auffällt, ist, dass die Kamera aus der Gehäuserückseite etwas raussticht. Es ist erhaben, wohingegen beim alten iPhone 5S die Kamera komplett in der Gehäuserückseite verschwindet.